Leseratten, ich möchte euch heute den ersten Teil einer Reihe vorstellen. Zumindest gibt es schon mal zwei Bände davon. Und zwar rede ich von Die grüne Fee von Nina Röttger. Und das ist der erste Band, Die grüne Fee und der kalte Tod. Ja, das ist ein ganz besonderes kleines Büchlein. Es hat keine 300 Seiten und es spielt bei einem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt, den man hier auch wunderbar erkennen kann. Ich mache hier so. Und dann, das fand ich schon eine geniale Idee. Ich liebe Mittelaltermärkte. Ich war schon lange nicht mehr auf einem ein. Ich liebe Weihnachtsmärkte und das in Kombination ist natürlich wunderschön. Und ja, die ganze Handlung spielt zu 99% auch auf diesem Weihnachtsmarkt. Es ist eine fantastische Stimmung, die einfach eingefangen wird. Und man kriegt bei diesem Lesen so Hunger. Also ich hatte Hunger auf Waffeln, die nicht vorkamen, aber ich hatte Hunger auf irgendwas, was halt gebacken ist. Weil die haben die ganze Zeit den Apfelkringen gesprochen, die ich dann nie gegessen habe. Aber ich hatte so Hunger auf so was ähnlich Süßes, Warmes. Dann wird die ganze Zeit von Essen und Trinken gesprochen auf dem Weihnachtsmarkt. Man kriegt Hunger, eindeutig. Ja, worum geht's überhaupt? Es geht halt um Isa, es ist die grüne Fee von Absinth, die mit ihrer Band Manus Furius, mit ihrer mittelalterlichen Band auf dem Markt auftritt jeden Tag und auch noch ein paar andere Sachen macht, aus ihrer Sicht wird geschrieben. Und ja, es geht halt allgemein um den Weihnachtsmarkt, aber eben auch darum, dass ein Tavernenbesitzer auf dem Markt eines Morgens tot im Pranger aufgefunden wird. Und die Polizei geht davon aus, dass es ein Unfall war. Isa ist davon überzeugt, dass es kein Unfall war, sondern dass Mord dahinter steckt und ist der Überzeugung, diesen Mord aufzuklären. Ja, dabei gerät sie selber in Gefahr und es war so die ganze Zeit so mäßig spannend, muss ich sagen, was gar nicht schlimm war, weil das Buch trotzdem wunderbar lesen lässt. Der Schreibstil von Nina Röttger ist klasse. Aber das letzte Kapitel, da gab es eine so überraschende Wendung, dass es mich schockiert hat, dass es richtig spannend wurde und ich dachte, es kann nicht wahr sein. Ja, also das ist einfach ein super geniales Buch. Wie gesagt, man flieht durch die Seiten durch und ich kann es einfach nur empfehlen für jeden, der Krimis mag und eben auch mittelalterliche Weihnachtsmärkte oder Mittelaltermärkte generell. Weil, wie gesagt, diese Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt ist einfach, sie wird so schön dargestellt und man hat einfach Lust, da auch durch die Gänge zu schlendern und die ganzen Buden anzuschauen und alles. Wie gesagt, der Krimi ist hier für mich eher nebensächlich geworden. Natürlich ist es auch, habe ich auch überlegt, wer könnte dahinter stecken. Ich hatte so eine Vermutung gehabt. Ich sag das nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt. Aber ja, es ist halt trotzdem immer noch ein Weihnachtsmarkt und ja, was soll ich dazu noch sagen? Es ist einfach nur wunderschön. Ich freue mich jetzt schon auf Mai, wo ich den zweiten Band lesen werde, weil der auf einem Mittelaltermarkt im Mai spielen wird. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Am liebsten würde ich ihn fortlesen, aber nein, ich möchte ihn mir gerne für den Mai aufheben, weil es eben jahreszeitbedingt dann wesentlich besser passt als jetzt im November, Dezember. Zumal ich jetzt noch genügend andere Bücher habe, die ich lesen möchte. Aber wie gesagt, guckt euch dieses Buch einfach mal an. Lest euch die Leseprobe durch. Ich weiß zum Beispiel, dass eine von meinen Zuschauerinnen, ich weiß gerade deinen Namen leider nicht, sorry, als ich in der Insta-Story davon geschwärmt habe, sich sofort das Buch gekauft hat, allein von der Leseprobe her. Von daher lest da mal rein und vielleicht ist das ja auch ein Buch für euch, was euch mitreißen kann. Und ich empfehle es euch wirklich zur Weihnachtszeit zu lesen, weil da gehört es hin, da spielt es auch und es ist einfach eine wunderschöne Stimmung, wenn man sich so eingemummelt hat in einer Decke mit irgendwas Heißem zu trinken und vielleicht was zu essen dabei. Wie gesagt, man bekommt wirklich Hunger dabei. Dann ist es ein wunderschönes Buch für diese Jahreszeit. Gut, das war's von mir für dieses Buch und dieses Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ach so, und es gab natürlich volle 5 Sterne dafür, weil es hat mich einfach überzeugt. Ich habe da nichts auszusetzen dran, gar nichts. Es ist einfach, die Charaktere sind toll, der Schreibstil ist toll, die Wendung ist der Hammer. Ja, die Atmosphäre und alles ist einfach nur bombastisch und von daher
volle 5 Sterne für dieses Buch. Bis dann, bye bye.